Retrocop hat Videostammtisch 47. Und wer sich hier wundert, was hier so alles vor mir rumfliegt, nämlich diese eine Hexe, die hier irgendwie immer diese Wege, die kann ich nicht mal, naja, egal, die ärgert mich den ganzen Tag, zeigt an, was wir heute spielen wollen. Cauldron, einige kennen es vielleicht auch als Hexenküche. Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn und der Wahl der Zuschauer ist dieser Titel heute dran. Und ja, ich war gespannt, wer sich heute zu diesem Spiel mit uns hier trifft. Ich gucke hier in, ja, noch freudige Gesichter. Michael, du möchtest heute auch mit einer Hexe auf die Jagd gehen. Ja, auf jeden Fall. Servus zusammen. Auch Manfred hat den Besen gesprungen. Ja, wie gesagt, mal schauen, was ich zusammenspüre. Ich habe es nicht oft gezockt, aber ich nehme die Herausforderung an und versuche es auch mal ohne Cheat in der ersten Zeit. Ingo, Besen bereit, Nüsse und Ingwer schaut im Anschlag und los geht's. Ja, ich habe meine Nüsse schon fast aufgegessen, aber ich kann einen Nachschub holen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich spiele es auf dem Mister, die C64er-Version. Das Spiel habe ich noch nie gespielt und ich bin mal gespannt, ob mir das gefällt. Der Valentin, der hat natürlich stundenlange Erfahrung mit Hexenküche. Nein. Natürlich nicht. Ich freue mich auf das Spiel. Ich habe es eine kurze Minute mal ausprobiert und ich habe gar nichts gerafft. Also ich habe es geschafft, abzuheben. Wunderbar. Oliver, hast du das Landen geübt? Vor Jahren, denn das war mein allererstes gekauftes Spiel. Aber ich spiele es heute mal auf dem CPC. Ich bin mal sehr gespannt. Es ist schon ewig her, dass ich es angerührt habe. Dann haben wir den Arne mit dabei. Von dem kam auch der Wunsch. Wieso sollen wir das Spiel überhaupt spielen? Weil ich war zuerst ein bisschen irritiert, weil das jetzt nicht der klassische Titel ist, den vielleicht jeder kennt. Also Hexenküche, das war einfach ein Klassiker damals. Das kannten alle. Und ich weiß noch, das war super atmosphärisch. Die Anfangsmusik, die da so düster daherklingt und dieses coole Hexensprite, was man hier sieht, was da über dem Bild läuft. Es ist einfach der Wahnsinn. Also ich freue mich schon. Ich bin sehr gespannt, was uns heute erwartet, denn wie gesagt, ich finde das Spiel nicht einfach und im Vorgespräch haben auch schon einige gesagt, das könnte heute ein kurzer Abend werden. Arne ist am besten vorbereitet und hat Gerüchten zufolge sogar in ein Handbuch geschaut und wird uns jetzt vielleicht mal in Kurzfassung erzählen, wie man bei diesem Spiel Erfolg haben kann, was er machen muss. Und ja, um was es eigentlich überhaupt geht. Ich hatte mir das Spiel ja gewünscht und ich wollte hier mal eben die Anleitung zeigen. Also hier ist eine wunderschöne Anleitung, lag wohl dem Spiel bei. Und da ist eben ein Gedicht. Hexen lauern überall, bringen sie keineswegs zu Fall. Morgen zur Walpurgisnacht bekommt die Hexe die Zauberkraft. 6 Zutaten müssen es sein, die mischst du in den Kessel rein. Fledermaus, Krötenblut, Molchenauge, das wird gut. Auch ein Knochen gehört dazu, beraubt seiner Grabesruhe. Und ein bisschen Lavagerinnsel von der fernen Feuerinsel. Schierlingswurzel voller Kraft wird beigemischt zum Zaubersaft. Nun ist fertig allerhand, welcher Kürbis treibt vom Land. So starte die Hexenjagd ohne Verzug. Shift, One, Stop und Play, dann sei auf der Hut. Also da ist auch schon so ein bisschen die vierte Wand durchbrochen. Ja, und das ist genau das Programm. Also wir müssen hier 6 Zutaten sammeln. Wie man hat da eben schon gehört, die verschiedenen Welten, die es dann gibt. Den Friedhof mit den Knochen und so weiter. Und die Zutaten bekommt man, indem man als Hexe da rumfliegt, Schlüssel sammelt. Mit den Schlüsseln kann man Türen öffnen und dann jeweils die Zutaten sammeln. Und natürlich unser großer Gegner ist der Kürbis. Das stimmt mit der Anleitung, weil die ist hier jetzt bei mir das Inlay vom Tape. Und ein Detail fand ich auch ganz interessant bei der Tape-Version. Normalerweise verkauft man ja über Screenshots. Das hatte aber hier nicht funktioniert, weil das kriegt man nur hin, wenn man die Packung geöffnet hatte. Das präsentiert sich einem erst so, man kommt hier aus dem Haus raus und ist halt diese Hexe. Jetzt kann ich aber nur gehen, weil wenn ich versuche, mit meinem Besen zu fliegen, sterbe ich sofort. Man darf nämlich nicht in die Bäume fliegen. Man muss immer von Lichtungen starten und landen. Wenn ich dann allerdings sterbe, dann ist sie hier schon gleich am Fliegen. Und ich wollte mal eben kurz sagen, Mann, ist das ein geniales Sprite. Ich glaube, eins der genialsten, ikonischsten Sprites der C64-Ära. Diese fliegende Hexe, wundertoll animiert mit ihrer Hakennase und so, wie sie da auf dem Besen rumfliegt mit den wehenden Haaren, ganz toll. Und jetzt sieht das erstmal aus wie Defender, aber das ist eben nicht alles. Und es gibt natürlich auch Schwund. Immer wenn ich schieße, verliere ich 1% Magie. Wenn die Gegner mich treffen, verliere ich zum Teil 10-20% Magie und bei 0% ist man eben dann tot. Du musst ja 6 verschiedene Items einsammeln, kannst aber, glaube ich, maximal nur 2 tragen und das sind halt eben diese Pergamentrollen. Und wie kann man seine Energie wieder auffrischen? Bei mir sieht man es jetzt gerade, dieses flirrende Ding, das ist kein Grafikfehler, sondern wenn ich mich da reinstelle, dann lese ich bei mir die Magie wieder auf. Du hast schon 4 Schlüssel, Ingo? Wie hast du das gemacht? Wo sehe ich das denn, wo ich Schlüssel habe? Oben? Du hast schon 4 Schlüssel.
Kann doch nicht sein. Ich habe die gar nicht, ich bin einfach nur rumgegangen und ich habe ja gar nicht gesehen, dass ich sie aufgesammelt habe. Ich glaube, ein Trainer an, wo drin stand, mit wie vielen Schlüsseln gestartet. Du hast schon mit allen Schlüsseln gestartet, natürlich. Kann ich hier nicht glauben. Es ist praktisch also, unmöglich, alle vier Schlüsse so schnell zu sammeln. Das geht die Schlüssel findet man in der Oberwelt. Ich stehe jetzt hier gerade vor einem. Die sind zufällig platziert und man sammelt sie halt auf, indem man entweder drüber läuft oder tief genug fliegt. Ich muss da auf der Lichtung landen, wo mich alles killen will. Ja, genau. Oh mein Gott. Oh. Ja, ja. Außer du schaffst es im Fliegen, den zu erwischen. Valentin, wenn, du magst, wenn du magst, kannst du auch ein Bild anschalten, was du spielst. Nur so als Tipp. Verdammt. Ja. Gut, dass du moderierst. Ja, nicht schlecht. Tada. Wenn man Game Over ist, kommt übrigens hier auch ein Gedicht. Gib nicht auf, weil verfehlt dein Ziel. Ein neuer Tag, ein neues Spiel. Stürzt du den Kürbis in sein Verderben, kannst du den goldenen Besen erwerben. Oh, wie kann ich jetzt mit meinem Schlüssel, den ich mir mühsam eingesammelt habe, hier in diese verdammte Tür rein? Machst du den grünen Schlüssel? Du hast ja den blauen Schlüssel. Du brauchst natürlich den grünen für die grüne Tür. Der blaue Schlüssel ist für die Tür am Friedhof. Okay, es könnte ja einfach sein, richtig? Ich nehme jetzt den Tipp mit dem Cheats doch wahr. Ja. Ich bin schon zweimal gewonnen. Nein, ich bin tot. Ich cheat jetzt auch, okay? Also ich empfehle auf jeden Fall mindestens einen Lebenstrainer. Ich nehme die komplette Erstattung. Arne, ist das der Endgegner, den ich jetzt nicht besiegen Genau, kann? Da ist jetzt der goldene Besen und das ist der Kürbis, der letzte Endgegner. Ich kann auch nicht cheaten. Also, ja gut, weil du jetzt so übelst gecheatet hast, spielst du das Spiel jetzt sofort durch. Das ist natürlich völlig falsch. Also ich habe jetzt nur durch Stehen vor... schon tot. Ich habe durch Stehen vor meinem Haus mich bis auf 14% Magic runtergequält. Und jetzt laufe ich nur auf die erste Lichtung und verliere schon verdammt viele Leben. Nur dadurch, dass ich bis zur ersten Lichtung gelaufen bin. Oh. Oh, und oh. Nur noch 38%. Das war ohne Cheat. Das war nicht lustig mit Cheat. Also ich habe da wohl einen Cheat zu viel eingemacht. Du hast halt alles eingestellt, das war dumm. Du willst natürlich selber die Schlüssel sammeln, nicht alle gleich haben. Lava mit Zielsuchraketenantrieb erreicht. Okay, ich habe mich entschieden, ich werde komplett ohne Cheat weiterzocken. Echt ganz ohne? Okay. Ach du Scheiße, da war ich innerhalb von ein paar Minuten Game Over. Kannst du da deinen Besen benutzen, Arne? Nee, ne? Nein, jetzt kann ich mit Knopfdruck stattdessen springen. Das ist also ein völlig anderes Spiel dann auf einmal, wenn man wirklich mal in die Tür reingeht. Aber hier auch wieder so hammerhart. Ja, alleine das schon. Boah. Oh, ich hab's geschafft. Nein! Ich kann's schaffen. Nein, nur Leben und Tod. Erster Start, 23% Leben nur noch. Oh Mann, hart. Puff, tot. Ich bin schon dreimal Game Over gewesen. Oh. Im 20. Versuch endlich. Kann es sein, dass manchmal die Schlüssel irgendwie ganz doof liegen, dass du gar nicht rankommst? Guck mal, wenn ich das jetzt hier versuche, ich schaff's kaum. Guck, gleich bin ich schon tot. Ah, und das war's schon. Ich habe einfach nur versucht, mich ein bisschen auszurichten. Keine Chance. Das wäre ja leicht. Das geht ja nicht. Ich muss diese scheiß Plattform exakt mittig treffen, dass ich auf der landen kann. Was ist das für ein Sporn? Dieser kleine Mini-Grabstein hat mich gleich wieder abgemurkst. Guckt mal, wie kann ich denn hier... Ich lande ja jetzt eigentlich direkt auf einer Lichtung hier, ja? Aber es geht nicht. Es ist keine Lichtung. Hier, da auch nicht. Das ist, wenn das soll da doch Holz im Hintergrund ist, wenn sein. Da Holz ist, dann kannst du dort nicht landen, was da. Ah! Flach. Ja, aber das da ist doch flach, oder? Nee, ja. Das daneben. Kerle. Das ohne Quatsch. Das rechts daneben, diese flache Stelle. Nee, nicht. Zu viel Holz. Da ist doch kein Holz. Hier, guck doch mal, da. Da ist doch kein Holz. Ein bisschen Holz. Da ist ein bisschen Busch. Das Spiel ist gnadenlos. Es muss halt echt flach sein. Ja. Au, ah! Also echt 100 Versuche, um da drauf zu landen. Leck mich doch am... Warum mache ich das überhaupt? Nein, verliert man gleich sein erstes Leben.
Ich finde, die sieht aus irgendwie die Mutter von den Lemmingen. Irgendwie ein bisschen, ja, cool. Oh, jetzt bin ich hier auch auf dem C64 Ich muss doch mitlaufen. Oh. Ey, man rutscht von den Plattformen schon runter, bevor man überhaupt am Ende ist. Wollen die mich verarschen? Eigentlich ballere ich viel zu viel und verbrauche meine Magie, ne? Ich verliere 6 Leben in dieser dummen Hülle. Nein! Das ist unmöglich, das geht nicht. Ja, hat da jemand einen Tipp? Weil ich weiß auch nicht, wie ich da durchkomme. Nee, ey. Fast, ich hab's geschafft, fast. Ja, fast hab ich's eben auch geschafft. Ja, aber ich hab's ganz Das ist so ein bisschen wie Yolanda Light, ne? Es ist so saublöd. Ich muss unten über diese Steine springen. Aber jedes Mal, wenn ich sterbe, lande ich oben auf den Steinen. Also wer sich gedacht hat, dass man dem Spieler eine Energie abzieht für jeden Schuss, das war wirklich ein Sadist. Ja, das Spiel ist echt krass fies. Ich krieg das Ding nicht rüber. Wir begrüßen kurz einmal Danny, falls er uns hört. Ich muss hier aufpassen, bei mir fliegen so viele Hexen rum. Es werden hier gefühlt immer mehr, die durch mein Bildschirm durchfliegen. Die entfliehen alle vor unseren Mitspielern, weil irgendwie... Ja, wie ist dein Gefühl für das Spiel, Danny, wenn du schon da bist? Erzähl du mal deine Erinnerung, was du heute da erwartest. Nicht viel. Cauldron war ein Spiel, was ich zwar in der Jugend sehr, sehr viel gezockt habe. Das erste weniger mehr den zweiten Teil. Aber ich bin auch früher nie wirklich weit gekommen. Und ich weiß noch, ja, wie gestern eigentlich, das Ding ist bockschwer. Ich finde es etwas Yolanda-esque. Ja. Yeah. Selbst Arne findet es schwierig. Und das soll schon was Nein, heißen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Oh Mann! Also Atmosphäre hat das Spiel wirklich zuhauf. Es ist, man fühlt sich echt wie zur Walpurgisnacht hier. Oh Mann. Michael, mit oder ohne Trainer? Oh. Mit. Das ist doch eine Plattform! Ich hab gleich den Knochen. Ich hab den ersten Gegenstand. Oh nein! Oh, hier, der Frosch, bei mir auch. Ein blinkender Frosch. Bei mir ist eine Schatztruhe. Hä? Ganz leicht, ich habe einen Frosch, ich habe einen Gegenstand. Aber ich glaube, ich kann jetzt mit der Kröte nach Hause und sie in den Kochtopf packen. Voll nicht. Ich probiere mal mit dem Frosch. Na! Alte Gewitterhexe! Das sind ja echt riesen Dungeons, ne? Abgelesen, du hast 30 Screens, können die haben. Was? 30? Ich habe vielleicht 5 oder und die geht mir so auf die Nüsse, diese grünhaarige Kuh. Immer wenn ich es schaffe, springt sie wieder ab. Ich spiele jetzt das erste Mal Super Cauldron. Hier, wie geil ist das denn hier? Wie bist hier du da? Animierte Büsche auf dem CPC. Krass. Sieht voll schön aus, was du da spielst. Ja, ich weiß noch nicht, was ich tun muss. Aber ich finde, das ja Spiel auch ist mehr sehr fair. Weil was? Es gibt ja 6 Kredenzien. Es ist fair, weil du wirst immer wieder irgendwo zurückgesetzt am gleichen Screen und du musst nicht wieder alles neu machen. Ja, aber du wirst irgendwo hin zurückgesetzt. Aber Ingo, ich bin ja... Kann es passieren, wenn es blöd läuft, dass du irgendwo hingesetzt wirst und keiner weiterkommst? Ja, ich glaube, das habe ich jetzt. Scheiße. Blödes also ich Spiel. Bin ja... Alter, ist das ein Scheißspiel. Wie soll das gehen? Ich habe ein Dead End. Also das, was der Michael gerade gesagt hat, das habe ich jetzt leider. Weil ich bin hier mittendrin aufgesetzt und ich kann hier nicht irgendwo hinspringen. Spring nach rechts raus aus dem Raum. Ah, so. Super, danke. Das war das, was ich gemeint habe, weswegen ich mit selbst jetzt angefangen habe. Du musst den ganzen Raum nochmal zurücklaufen. Nach rechts. Scheiße, ja, tatsächlich. So, dass du halt irgendwann nach unten kommst. Aber sobald du unten einmal stirbst, landest du wieder oben auf den Steinen. Die Rücksatzpunkte sind echt grauenhaft. Was? Nein! Oh, hier war ich doch eben. Ihr erinnert euch? So, Zutat 1. Ich war eben unten. Und jetzt hat er mich aber hier hoch wieder zurückversetzt. Warum? Jetzt muss ich den ganzen Weg 6 Screens an 1526,2 Gegnern vorbei, um... Nein! Ganz ruhig bleiben, Valentin. Ich wollte heute nicht zum Hater werden, aber das macht mich ja hier ein bisschen kürzer. Ich bin beim Brustkorb. Den Brustkorb braucht man, ne? Ja, aber da kommst du hier nicht. Hier ist der blinkende Brustkorb. Ach, da kommt man nicht hin? Nicht. Was? Nein. Probier's mal. Och nein. Nein, das verstehe ich jetzt aber nicht. Hä? Ach so, du meinst, da ist ein Lift unten, der einen dann wieder nach oben bringt, dass man zum Brustkorb kommt? Nein, da geht's einfach weiter. Ich bin jetzt schon 10 Screens weiter als du. Aber ich brauche den Brustkorb. Den kriegst du nicht. Such dir einen anderen Brustkorb. Meinen kriegst du nicht. Mensch, wenn es jetzt explizit wäre, würde ich sowas schon fluchen.
Mach doch. Ich glaube, wir haben das jetzt schon länger gespielt, als ich das Spiel jemals in meinem Leben gespielt habe, ehrlich gesagt. Es war einfach auch damals irgendwie echt kacke. Was ist das jetzt? Leute, ohne Scheiß. Hier über meinem Kopf da, ja, bei den drei Fledermäuschen, da bin ich gerade reingekommen in den Raum. Ich habe versucht, die Plattformen zu erreichen. Das habe ich leider nicht geschafft. Und wo bin ich zurückgesetzt worden? Da oben. Bei jedem Start sind die Schlüssel anders und die. Das ist korrekt, Danny, da hast du recht. Ja. Die vier Schlüsse sind irgendwo in der Oberwelt. Oh, Alter, ist das zum Fallen. Das Schöne ist, man freut sich jetzt im Chat schon auf nächste Woche, wenn ihr Teil 2 spielen wollt. Aber man kann auch kriechen zurück und rutschen. Oh nee, Leute, also das ist jetzt echt. Ich kann nicht mehr. Ich bin so bescheuert. Bin ich hier? Ich werde gleich die zweite Teil hinterher machen, dann brauchen wir es nächste Woche nicht spielen. Nein. Es geht aber nicht. Dieser blöde Rücksetzpunkt, Mann. Also, ich brauche einen Piepser, Mensch. Ich brauche Schnaps. Guck dir doch mal diese Stelle hier an, bitte. Ja, guck dir diese Stelle an. Es ist ein ganz einfacher Sprung. Achtung. Ja, was nicht weißt, am Arsch. Das sind effektive 20 Mark gewesen, das hat das Spiel damals gekostet. Ja, das musste man ja auch sein Geld verkriegen. Ich wollte noch mal was zeigen hier. Wenn die Hexe startet, ne, mit ihrem Besen, das ist so wunderschön, sie zieht sich halt mit der Hand so ein bisschen den Rock hoch, wenn sie sich auf den Besen setzt. Also das sind 3 Pixel. Es ist so wunderschön gemacht. Das hätte man ja gar nicht programmieren müssen, ne? Dass da diese Animation wunderschön. Wie ist denn bei euch der Stand im Augenblick? Was fehlt denn jetzt noch? Alles. Ich glaube, ich mache mich jetzt auch hier vom Acker, weil ich habe auch keine Lust mehr. Nein. Dabei, ich habe es ja durchgespielt. Ja. Du kleiner Schlingel. Come on, Punk, ey. Ist dir dein scheiß Rock im Weg, oder was? Warum? Wärst du doch wenigstens Mega Man. Dann hätte ich ein Passwort. So. Wenigstens ein Passwort. Das hier überhaupt für mechanische Greifpflanzen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist das? Da, du Furzgerät! Okay. Nächste Woche ist Hexenküche 2 dran. Ich wiederhole es nochmal. Und seid ihr durch? Ich war gerade kurz weg. Hat jemand das Spiel geschafft? Ja, ich bin fertig. Können wir aufhören? Ja, ja. Ich bin Nerven. Raus hier, alle. Ich glaube, Michael könnte es schaffen. Er hat schon die Hälfte. Ja, Michael ist ziemlich weit. Er regt sich auch nicht so auf wie ihr. Gott, Patrick, was ist bei dir los? Du hast ja eine ganze Armee von Hexen. Ja, es kommen immer mehr hierher. Es wird immer schlimmer. Guck das mal an. Ich kann hier machen, was ich will. Es wird immer mehr. Irgendwann war ihm langweilig. Wieso mir? Ich habe die nicht gerufen. Ah, schon wieder. Oh. Warum aber werden das immer mehr? Was weiß ich? Zauberei? Hexen? Ja! Come on, Baby! Ja! Das erste Mal diesen Sprung geschafft. Unfassbar. Ich habe es 50 Mal versucht. Und ich habe 4%, Leute. Und ich muss an diesen Knochen vorbei. Du bist der Erste, der zu einer Hexe Baby sagt. Scheiße, komm schon. Oh. Ja! Ich habe immer noch nur 4% Leben. Und ich muss es hier durchschaffen. Es ist nicht schaffbar. Und wenn ich jetzt draufgehe, spawn ich unten. Warum kann ich die Scheiße nicht einsammeln? Ich habe doch nichts in der Hand. Ich habe das Gefühl, alle gequälten Hexen landen bei mir. Eine fliege ich jetzt falsch rum. Wo muss man denn hin, wenn man alle Objekte hat? Wenn du alle Sachen hast, musst du ins Haus. Dann kriegst du was, glaube ich. Und dann musst du, glaube ich, in die grüne Tür. So habe ich das verstanden. Weil da ist dann der große Kürbis. Der große Kürbis. In der grünen Tür springt hier der kleine Kürbis. Der ist aber nur so ein Witz, der einem den Weg zeigt, sozusagen. So, jetzt rennt hier der kleine Kürbis von mir weg zu seinem Papa, sozusagen. Und dann kommt hier noch ein Fahrstuhl. Oh. So, und jetzt kommt der große Kürbis hier bei mir gleich. Aber ich habe ja nichts, um ihn zu besiegen. Da ist er. Und daneben an der goldene Besen, das Endziel des Spiels. Wenn Danny da jetzt hinkommt, dann müsste er das schaffen. Ach, du Kackhexe. Hier ist der Masterkürbis. Siehst du, jetzt bei dir schießt er nicht. Danny, sag oben, was, dass wir es sehen. Ja. Ich war oben. Ingo schreit. Ich war oben. Hand. Ich bin durchgesprungen. Mensch. Also hier ist jetzt der Masterkürbis und muss ich auf den draufjumpen oder was? Ja. Ingo. So, der Kürbis ist erledigt.
Ich habe den goldenen Besen und ich habe es geschafft. Also der Spruch ist ja auch geil. The pumpkin is dead. Long live the pumpkin. Wir können ja mal so eine Art Fazit trotzdem machen, weil bei mir wird es hier auch langsam echt ungemütlich. Hier ist so ein Durcheinander bei mir am Himmel. Ich kann bald nichts mehr erkennen. Es fliegen sie rückwärts, quer und kreuz und drüber hier bei mir. Danny, du hast es ja, ich will jetzt nicht sagen, durchgecheatet. Aber du hast es ja früher auch immer wieder angefasst. Das heißt, das Spiel hat eine Faszination, aber trotzdem ist es irgendwie gemein, oder? Also eine Faszination hat es alleine durch die Grafik und durch den Sound, weil die sind für die Zeit damals wirklich schön und ich finde sie auch heutzutage noch schön anzusehen. Es ist nur halt nur bockschwer und früher, naja, wir hatten ja früher jetzt nicht hunderte von Spielen, dass wir da halt die große Wahl gehabt und ich hatte auch nur eine Datasette. Das heißt, Notbefehl, Tape angeschmissen und dann erstmal Kaffee kochen, Mittagessen, Hund Gassi führen und wiederkommen. Dann konnte man spielen. Ja, es ist sehr fordernd halt so, ne? Und das hat irgendwie früher hat das gezogen, aber heutzutage, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich wahrscheinlich zu sehr verweichlicht oder zu alt. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das hat den Grund, weshalb ich es mitgespielt habe. Ich habe es auch seit locker 30 Jahren nicht mehr gesehen, das Spiel. Und ich weiß, ich habe es damals aus irgendwelchen Gründen nicht gerne gespielt, auch aufgrund des Schwierigkeitsgrades. Und mir kam jetzt langsam die ganze Erinnerung wieder hoch, warum ich es nie weitergespielt habe. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Auch den Charme, der das Spiel hat. Aber das ist ja wirklich teilweise unmöglich ohne Cheat, das muss man schon ganz klar sagen. Manfred hat sich auch durchgemauschelt oder wo steckst du fest? Nee, ich hatte nie einen Cheat an. Ich habe bis jetzt mal eine Zutat ohne Cheat heimgebracht und das reicht mir als Ziel. Mehr geht nicht. Mehr kriege ich nicht zusammen. Ingo hat recht schnell aufgegeben. Nein. Moment, jetzt kommt mein letzter großer Sprung. Warte mal, jetzt guck mal, ich will was zeigen. So, das ist jetzt der Sprung, wo ich eine halbe Stunde arbeite. Warte mal. Jetzt mit aller Konzentration. 3, 2, 1 und. Ne, scheiße, geht nicht. Ne, ich schaff's nicht. Okay, ja, also ich bin frustriert. Ich finde das Spiel eigentlich vom Prinzip her gar nicht so schlecht. Allerdings, was mich halt tierisch nervt, das ist, wenn man halt irgendwo abstürzt, dass man dann teilweise an einem Rücksetzpunkt draufgesetzt wird, wo man halt wieder 3 Skins zurückgehen muss. Und dann muss man sich wieder 3 Skins da vorne arbeiten. Und das nervt tierisch. Also das finde ich halt, das macht keinen Spaß. Ja, ich bin mal gespannt auf Hexenküche 2 nächste Woche. Vielleicht ist es ja ein bisschen besser und dann könnte es mir Spaß machen. Ja, wir müssen nur hoffen, dass die Hexen Demenz haben, weil wenn sie sich merken, was vor allem der Valentin den armen Mädels heute an den Kopf geschmissen hat, könnte es sein, dass nächste Woche es noch gemeiner wird. Valentin, dir ist klar, dass das Konsequenzen haben kann, wenn du ja einfach öffentlich Hexen beleidigst. Ja, haben wir schon angefangen zu spielen. Ich hab heute offiziell nichts gespielt. Es gibt keinen Beweis, keine Aufnahme, keine Aufzeichnung. Ja, du hast das Bild ja doch irgendwann angemacht. Ich weiß es schon und wir haben auch eine Tonaufzeichnung. Okay, ich beuge mich natürlich, ja, alles klar. Oliver, deine Version sah hübsch aus. Spielte sich die ähnlich oder? Ich habe ja jetzt das reguläre Hexenküche gespielt und dann zwischenzeitlich Super Cauldron. Also spielt sich völlig unterschiedlich. Ich muss aber auch sagen, ich habe bei Super Cauldron nicht wirklich verstanden, was ich da machen muss. Ich fand Cauldron auf dem CPC schwerer sogar noch als die C64-Fassung, weil teilweise das Fallverhalten in einer Art und Weise war, dass ich konnte es überhaupt nicht mehr abschätzen. Das war vom Timing her überhaupt nicht zu machen. Möchte noch jemand etwas zum Spiel sagen, bevor Arne ein versöhnliches Schlusswort versucht? Ich kann gerne was dazu sagen. Wie weit bist du im Augenblick? Jetzt bist du auch kurz vom Ende, ne? Ich habe jetzt 3 Zutaten schon im Kessel. Eine habe ich schon aufgenommen. Und jetzt habe ich hier dieses komische Pulver, das ich dann aufsammeln kann. Das Spiel hätte gut sein können. Es hat sehr viele tolle Ansätze, sehr viele nette Ideen. Hat aber so viel verhunzt, das hätte überhaupt nicht sein müssen. Das zieht sich aber über das ganze Spiel. Die Teile sind so in der Entfernung abgemessen, dass man pixelgenau springen muss. Du kannst es aber nicht pixelgenau springen, weil du nicht weißt, wo du hinspringen musst. Das Fliegen. Dir werden so viele Gegner entgegengeschmissen, dass du tot bist, bevor du weißt, was du zu tun hast. Da helfen dir die neuen Leben auch nichts. Also es hat so viele tolle Ansätze. Ich mag diese Dungeons, aber ohne Cheat sind die nicht machbar. Das finde ich einfach schade. Arne hat vorhin gesagt, er hat das Spiel lange nicht so lange gespielt wie heute. Das hat mich etwas gewundert. Ich dachte, das war früher eins deiner wichtigsten Spiele, weil du da mal sehr von geschwärmt hast. Hat sich deine Meinung jetzt gefestigt, verändert oder wie ist der aktuelle Stand mit dir und Hexenküche? Ja, ich kannte es halt von früher und ich fand es damals schon als Kind total faszinierend, dass man überhaupt in diese Türen reingehen kann. Also wie unglaublich komplex und groß es war. Ich hatte das so in Erinnerung, dass es immer dann nur so 3-4 Räume gibt und dann kommt man zu den Gegenständen, dass da jetzt so 20 raumgroße Dungeons da noch sind, wusste ich gar nicht und ich habe es auch natürlich, wie man das früher immer gespielt hat, nur mal so hier 10 Minuten, da 15 Minuten, da mal mit Freunden ein bisschen gespielt. Die Grafik und das ganze Technische ist so unglaublich toll gealtert. Allein schon hier, wie diese Berge gezeichnet sind mit diesem Türkis und dem Rot. Die Landeanimation, wie man landet und startet.
auch in anderen Spielen gibt es sowas nicht. Da klatscht das Raumschiff auf den Boden und das war's. Aber wie ihr sagt, absolut unspielbar, viel zu schwer. Viel, viel zu schwer. Das schwerste Spiel, was wir bis jetzt gespielt haben. Ich habe 9 Leben und sehe trotzdem kein Licht. Also ja, so schwer hatte ich es nicht in Erinnerung. Übrigens, ich habe natürlich die Hexe ganz schön gebasht. Ja, ich möchte aber nochmal klarstellen, ich natürlich überhaupt nichts gegen Randgruppen habe, so wie Hexen. Ich bin schließlich auch mit 9 Cousinen aufgewachsen, überhaupt kein Problem. Das sei, dass ich jetzt weiter reinreitest in diesen Vergleich weiter aus. Du redest dich gerade wie Kopf und Kragen. Aber ich gehe jetzt mal raus, ja. Ein Haus sammeln für den Scheiterhaufen. Ich bin dann wohl jetzt am besten mal still. Ich bin natürlich sehr gespannt, wer sich zu Hexenküche 2 traut. Ich muss gleich hier so erstmal aufräumen, wie gesagt, das ganze Gewusel hier geht mir gerade etwas auf den Sack, was hier in meinem Bild passiert. Bis ich die ganzen Animationen gelöscht habe, bin ich sowieso beschäftigt. ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Mitspielen, natürlich auch an den Chat. Und ja, soll ich jetzt sagen, wir freuen uns auf Hexenküche 2 nächste Woche? Ich denke mal ja. Danke an euch alle und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. 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 Nacht. Tschüss. Bis dann. Hex, Hex. What?